Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2 Remastered und die Musik backt rum, falls ihr es hört. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie an der Big Sister hier. Die ist tot, hallo. Hab sie. Mach sein. Wir hacken jetzt aber das Ding hier. Und gehen weiter. Gibt's ein bisschen was zu tun. Leute looten. Nehmen die Güte. Aber nicht beide. Die Bonus können wir wenigstens auch haben. Das ist safe. Den machen wir gleich auf. So, nichts mehr. Okay, dann machen wir den jetzt auf. Ich habe das hier im Übrigen schon mal gespielt. Da bin ich ein bisschen rumgebackt. Weil ich wegen dieser Drohne, die ich jetzt ausmache, irgendwo hängen geblieben bin. Ja, Arschni. Ich tue dir weh, wenn du mich angreifst. Das ist eine moralische Sache. Ah, da liegt noch eine Leiche. Ein bisschen was zu essen. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Ja, wenn die Musik mal ausgeht. Ich glaube, ich mache die mal kurz komplett aus. Einstellungen. Musik ist da. Jetzt machst du wieder an. Okay. Ich verstehe nicht, was das gerade ist. Nicht so ein bisschen die rumbangende Musik, die wir im letzten Part schon gehört haben. Weil wir gegen die Big Sister gekämpft haben. Na gut, meine Waffenstation. Da, Tony, komm mal, ein Dieb. Das ist ganz cool. Da können wir so gesehen Behälter zweimal durchsuchen. Muss ja allerdings aber gerade einlagern. Okay, wir sind mit Tracker Splashern schon durch. Zu wissen. Wollen wir die nicht mehr filmen? Das Spiel sagt, wir sollen da lang gehen, deswegen gehen wir erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Und die ist ein Geschütz. Das können wir auch fotografieren, filmen übrigens. Wie Schaden wir gegen die machen, desto besser. Da kann man auch ein gutes Tunikum für kriegen. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leid. So, wir verstecken wieder die Schrotflinte, weil die echt nice ist. Und ziemlich dann die ironische Schrotflinte. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Ich hab hier die Horde. Komm.
Komm! Ah, sie ist gut jetzt. Also ich mag die Schrotflinte da einfach in diesem Spiel. Da ist die Kamera. Die hacken wir mal. Und hier haben wir gefrierender Bohrer. Das rüsten wir allerdings aus. Schnelligkeitsschub. Ah, du bist ein Leadhead-Spicer, ne? Das warst du zumindest. Blut trennt uns Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen... Erstell Gracie. Lass mich wissen, wie du es ja heißt. Panzerbrechen kann man hier kaufen. Okay, Autoeckpfeil. Wichtig. Einen Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Ach, wir sind hier rum. Radiolog. Hört ihr mich vor der Musik? Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Ja, ich stimme mir zu, dass das ein Arsch ist. Ja, die Adam-Sucht ausnutzt. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Okay, können wir so einen Kram kaufen, wenn wir gar nicht genug Geld haben. Ja, ich hab's gehört. Okay, ich habe schon die 24 Kugeln. Foto schießen, fertig. Ja, was heißt Foto? Wir haben sie ja ganz normal gefilmt. Also ich weiß jetzt Bescheid, nach einem Big Sister-Kampf nicht mehr speichern. Da ist ein Audio. Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkler einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Sollte vielleicht Electrobolt gegen ihn benutzen. Glaube ich sinnvoller, wenn er brennt. Du bist böse. Das war schmerzhaft. Denke ich noch? Achso, Wort Halbstoff. Können wir auch mal benutzen.
Tenor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Ja, okay. Redet von den Schmetterlingen, die hier hängen. Die sind nicht weggeflogen, als ich auf die Wand gehauen habe. Ich weiß, wo ich hin muss. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Okay, ich sollte hier weggehen, weil der Typ da vorne kommt. Zum Truck ist besser. Achso, die Cam. Na gut, dann muss ich die ausschießen. Ich brauche jetzt keine Munition mehr für die Kamera. Übrigens, da kommen Vergriffe mit Kameras auf Foto. Beziehungsweise Filme. Sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst keinen Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Na, wer ist jetzt der größere Idiot? Ich könnte mal in die Kommentare schreiben. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Scharfer Beobachter. Ja, die Bonis sind, glaube ich, höher. Ja, Forschungsboni. Da packen wir Trinker weg. Könnte ich mir alles nachher nochmal holen mit Tunikas. Wir haben ja ein bisschen Adam. 300. So, Gracie ist hier in dem Raum, beziehungsweise in einem Raum, der noch was versteckt ist. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Ja, ich denke, das ist einfach ein Hinweis für Leute, die das nicht finden. Obwohl das eigentlich sehr offensichtlich ist. Mein versteckten Schalter gedrückt und gehen in das versteckte Areal. Ist nicht sehr viel hier. Nur Gracie ist hier. Und die Spritze, die da lag. Hi Gracie. Hallo Grace. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Mach ich nicht, keine Sorge. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Übrigens, man kann sich hier. Das ist hier einer. Es ist deine Entscheidung, Freund.
Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Das ist eine Situation, die noch ein paar Mal im Spiel vorkommt. Man kann sich entscheiden, ob man eine bestimmte Person umbringt oder nicht. Ich werde mich dagegen entscheiden, die umzubringen, da ich ein bestimmtes Ende im Ziel habe. Dann geh doch zum Teufel! Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ja, hallo. Bin ich. Was geht? Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich... Immer, es kann leichter ausgewichen werden. Sie entdecken dich nicht so schnell. Alles klar. Ich kann die Familie nicht zurückrufen. Aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem... Die Kugeln kriege ich eigentlich. Ah, oh, 5, oder? Okay. Ne, waren 4. Nehmen wir die mal. Ein bisschen Antipatronen, das war's dann wieder. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Doppelt so viel Munition bei zerstörten Maschinen finden. Ist klar. Also ich denke, was so gemeint ist. Wo ist der? Ah, hier. Ah, den haben wir ja schon, glaube ich. Ja, den haben wir. Ach, hier ist eine Genbank. Sehr gut. Die wir gerade brauchen. Da war ich schon nicht drin. Ist klar. Schreibmaschine, lasst uns speichern. Nein. Eine Leiche, die sehr durchnässt ist. Die nehmen wir mit. Ja, wir waren noch nicht in einer Genbank. Achso, wir haben Hypnotisieren drauf. Wir haben Telekinese dabei. Also wir haben die Person dabei, die ich haben wollte. Kommen zwar noch ein paar, aber wir haben sie da. Dafür brauchen wir nichts. Wir brauchen eine Gerdes Garden, bitte. Hallo? Rühr mich nicht! Wer das? Ich rühr mich nicht an, aber ihr dürft das. Ach man, die Drohnen, die fliegen mir immer in den Weg. Die sind echt nervig, die Dinger. Ja, da kann keiner was für. Bom. Ah, ich heil mich kurz, warte. Bitte mal stehen. Sicher? Aber ich meine nicht. Das kann nämlich auch nicht eingesteckt. Ach, wir müssen hier lang. Soll das dein Ernst sein? Ich brauche Medikamente. Größere Attacken, also Mil-Attacken, größerer Schaden. Nehmen wir mal den Bohrer gegen ihn. Habt ihr es gesehen? Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub.
Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Den Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Ja, das ist er, im Übrigen. Denke ich mal. Oder einer, der diese Formel gefunden hat. Aber ins Kissen kann man mal kaufen. Einen. Wenn wir so ein Ding zum Kaputtmachen finden. Also so ein Kastending. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Mister. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Ich gucke jetzt mal nach, wo der nächste Gatherer des Garden ist. Das kann ja nicht sein. Und ja, meine Wunschwies, die Dings. Ist so langsam, wo sind wir denn gerade? Wo bin ich? Da bin ich. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Dann geradeaus. Ich weiß, was ich auf der Karte richtig gesehen habe. Ja, bin ich hier richtig? Ja, wir gehen einfach geradeaus rum. Das ist jetzt was langsamer, weil ich Geschwindigkeitsschub nicht mehr habe. Haben. Und tun. Ist er. Ob ich ein paar Slots kaufen kann. Ja, Plasmid-Slot. Da kann man eine Dose einpacken. Braucht man nicht zu wissen, was das ist. Intoniker-Slot. Geschwindigkeitsschub. Hey, wir können uns schon Elektroputz 2 und Telekinese 2 kaufen. Immerhin. Und so war Telekinese 2. Denken Sie in größeren Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Ja, ich weiß nicht, warum die Frau da so schnell geredet hat. Das macht irgendwie keinen Sinn, meiner Meinung nach. Da hier ist übrigens ein anderes Plasmid, was wir nicht kaufen werden. Cyclone Trap. Ist halt eine Falle, die auf dem Boden liegt. Die schmeißt die Spacer durch die Gegend. Ist ganz nett, aber nicht wirklich was, was ich mir holen würde. Den Kunde-Slot. Ein paar Trinker rein. Können wir uns jetzt ein paar weitere kaufen? Oder Elektropol 2. Elektropol 2. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Ja, wir können jetzt Elektropol so gesehen aufladen. Nicht so. Braucht etwas mehr Eve. Ist dafür aber auch doppelt so effektiv. Ich weiß nicht, ob es doppelt genauso, also doppelt so viel verbraucht. Also braucht schon ein bisschen was. Z gegen mehrere Gegner ganz gut. Und die Telekinese 2 ist halt, man kann größere Sachen durch die Gegend werfen. Das ist nicht nur Leichen, sondern diese Box hier halt größere Sachen. Theoretisch könnten wir den Kühlschrank durch die Gegend werfen. So von der Größe. Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Ich weiß, Kollege. Wäre ich auch auf dem Weg hin. Da wollte ich nur noch mal an den Gatherer's Garden meine Adam ausgeben. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Aber bei mir geht das nicht so leid. Ja, sei still. Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Dann öffnen sich die Tore. Mimimi. Nimm sowas. Ah ja, soll ich gleich erstmal eine ganze Weile wieder quatschen, weil da Musik läuft. Ah.
La 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 la. Ich könnte eigentlich die Musik ausmachen, weil die ist irgendwie nur sinnlos, oder? Also, weil das nervt nämlich ziemlich in den ganzen Ladezeiten zu quatschen. Ich könnte es auch rausschneiden, aber da bin ich gerade ein bisschen zu faul für. Und das Render dauert dann auch jahrelang, bis es fertig ist. Deswegen mache ich das lieber nicht. Und ja, schön, dass jetzt der Computer nicht ausgeschaltet wird. Danke. Boah. Ich mache gleich die Musik aus. Weil das geht nicht nur mir auf die Nerven, ich würde das geht auch euch auf die Nerven. Hört mich an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Junge? Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Das ist eine dieser Schnecken, die die Little Sisters im Körper haben, im Übrigen. Deswegen kann man dadurch 10 Adam bekommen. Ist nicht viel, aber es macht einiges aus, wenn man die hier findet. Hallo, Bro. Oh, das ist eine neue Waffe. Interessant. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Will ich. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Natürlich habe ich den Spaß überlebt. Warum auch nicht? Ich bin ein verdammter Big Daddy. Ich glaube, hier muss nichts laden. Ach, aber doch noch vorher. Die Musik aus. Oder zumindest so leise, dass ich auch locker drüber quatschen kann. Sie hat nur noch im Hintergrund läuft. Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs. Ich bin selbst ein Mädchen. Genau, mach ihn auf, Mr. B. Händen. Hab gern geholfen. Ja, die haben jetzt größere Waffen. Anstatt nur Pistolen haben die jetzt diese MGs. Wen drum? Das war eine gute Deckung. Um genau vor meiner Nase dahinter zu gehen. Wir machen den Big Daddy noch fertig, okay? Mach ich schon nicht, keine Sorge. Ich fasse dich nicht an. Da brauchst du nur ein paar Jährchen kleiner. Also im Sinne von, du wärst ein bisschen älter. So, Timer mache ich mal kurz aus, weil wir ihn gerade nicht brauchen. Da wir den Großen da jetzt platt machen. Welches Plasmid? Ja, richtiges. Erhöhter Schaden gegen Big Daddies. Big Daddies sind fällig für panzerbrechende Munition. Das wusste ich schon. Deswegen habe ich die schon direkt benutzt. Und er wirft was ganz Nerviges. Wie man gerade vielleicht sieht. Ich habe mich gerade erst geheilt. Ich würde eigentlich die Waffe wechseln. Aber wenn er so kommt. Ja, habe ich fast. Na komm. Der ist fast down. Den können wir uns jetzt holen. Wo sind eigentlich alle Jungs? Genau. Hier im Spiel gibt es keine Jungs. Also keine männlichen Kinder.
da keine Little Boys. Da haben wir das denn. Ja, wurde eigentlich schon erklärt, die sind halt nicht so stabil gewesen für die. Ah, guck mal, er hat sich geheilt. Machen wir jetzt auch. Damit wir den Rest noch machen können. So. Wir haben gerade Phosphorschrott aufgehoben, das habt ihr richtig gelesen. Komm her. Man kann sie natürlich auch instant ausbeuten, das ist vielleicht in einem Speedrun ganz ratsam. Aber nicht bei einem normalen Durchspielen. Zack. Müssen wir ein paar Franzkästen kaufen. Hab mir gerade einige bei ihm verballert. Gut. Dann sind wir jetzt in diesem speziellen welche Film. Bist du? Okay, das nehmen wir so an. Dann. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt, obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt. Doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen, damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus? Ich bin allein, Herr. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Alles klar, Pfarrer Wales. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Also bis nächste Woche. Und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Tschüss. Also einen schönen Samstag. Wir haben ja noch Samstag. Also nochmal. Tschüss.